Moin Moin und hallo zu Hull Sports Weekly Nummer 38. Mein Name ist Roland Kenzo und ich habe heute folgende Themen für euch parat. Wie immer sind es drei Themen, die wir beackern. Allerdings heute wieder mal nur Fußball. Also alle anderen, sorry, tut mir leid. Eigentlich hätten wir vielleicht auch Schwimmen gehabt, aber das kommt dann nächste Woche. Es geht um einen Weltmeister aus Pansdorf. Es geht um die zweite Fußball-Bundesliga und es geht auch ein Stück weit um die Regionalliga und um die Landesliga. Also bleibt dran, lehnt euch zurück, genießt die Show, viel Spaß. Wir starten gleich mit einem Weltmeister. HL Sports hat mit Marcel Krause, der ist Redakteur bei uns, einen amtierenden FIFA-E-Sports-Nationalspieler in seinen Reihen. Darauf sind wir übrigens sehr stolz. Und diese Woche startet das Team Germany PC im Pro-Club-Modus. Hier spielen 11 gegen 11. Ich muss übrigens ein bisschen ablesen, weil es nicht ganz mein Fachgebiet, aber ich bin da ja ehrlich euch gegenüber. Die spielen gegen Polen, Georgien, Belgien. Und erster Spieltag ist der 23. März gegen Georgien. Die weiteren Gruppenspiele sind dann am 30. März und 6. April, bevor es dann am 13. April in die K.O.-Phase geht. Am 12. März, also das heißt vor etwas mehr als einer Woche, gab es dazu ein eintägiges Bootcamp in Köln. Ja, wo sich die Nationalspieler das erste Mal auch getroffen haben. Und dabei wurde seitens des Medienpartners des Nationalteams eSportManager.com ein Interview mit Marcel geführt, in dem er berichtet, wie man Nationalspieler wird und seine Eindrücke vom Bootcamp schildert. Schaut rein, es ist wirklich sehr spannend. Und Marcel, jetzt schon ganz groß die Daumen gedrückt. Du bist ja schon Weltmeister, jetzt hoffen wir natürlich, dass du Europameister wirst. Schaut rein jetzt hier in das Interview. Ich würde gerne einmal mit dem Marcel, mit dem Sun, eine Frage klären, die hier gerade eben im Chat gewesen ist. Also komm gerne einmal mit hier vorne zu uns auf die Bühne. Ja, ist ja, hey. Hey, ne? Schönen guten Tag. Hi. Ich habe mich auch extra wie so ein Chamäleon der Couch angepasst. Mein Lieber, ab jetzt darfst du mal gemütlich sitzen, nicht auf dem Gamingstuhl. Ich weiß nicht, ne, was gemütlicher ist. Mein Lieber, wir haben gerade eben die Frage im Chat gehabt. Wie wird man denn eigentlich Spieler des Team Germanys? Also im Grundsatz ist es so, dass wir Auswahlverfahren haben, die wir quasi zum Beginn eines jeden FIFA-Teils so durchlaufen lassen. Das läuft unter dem Spitznamen Workshops, ja. Wo wir so im Schnitt zwischen 50 und 100 Spielern aus der Community dann testen. Die spielen dann so über 6 Wochen am Minimum bis hin zu 3 Monaten. Wird dann immer wieder so ein bisschen runter verkleinert und im Endeffekt versuchen wir, ich sag mal, einen 28-Mann- oder 23-Mann-Kader zu finden, der dann Deutschland repräsentiert und der zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch eben durch den gegebenen FIFA-Teil damit am besten klarkommt. Und wird das vorgeschlagen durch euch als Manager? Ihr seid ja ein Gremium von 3 bis 4 Leuten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, wir sind 5 tatsächlich. 5 aktuell. Seid ihr? Also wir sind relativ viel auch. Für gewöhnlich sind 1 bis 3 eigentlich die Norm. Aber da wir eine relativ große Community zu bedienen haben und da wir auch im Bereich des Managements schon Familienväter haben, haben wir das ein bisschen auf ein paar Schultern mehr verteilt, damit wir dann das auch entsprechend bedienen können. Und letztlich ist es halt so, dass ihr Sichtungen dann, wie du sie gerade beschrieben hast, über die Workshops macht. Gibt es da auch Vorschläge, die quasi eingereicht werden können? Oder, Also in der Vergangenheit haben wir das häufig so gemacht, dass wir uns die Teammanager aus den Ligen 1 bis 3 oder auch später dann auch 1 bis 4 rangezogen haben, haben mit denen gesprochen, die haben dann Namen genannt, konnten meistens so 3 bis 5 nominieren. Die sind dann durch die ersten Runden auch durchgegangen. Im letzten Teil war es jetzt so, dass wir mit dem, was wir hatten, schon sehr zufrieden waren und dass wir sozusagen dann einfach nur selber so ein paar Leute mit dazugezogen haben, auch aus dem Rahmen der Nationalmannschaft und den aktuellen Nationalspielern, die dann sagen konnten, der spielt in meinem Team, der ist sehr gut oder gegen den habe ich gespielt, der war unfassbar stark und so, und dass wir uns da ein bisschen Feedback geholt haben. Und wir sind dann, glaube ich, mit 30, 35 Spielern gestartet und aktuell haben wir halt einen 28-Mann-Kader, den wir jetzt vor kurzem auch bekannt gegeben haben. Und dann letztlich ist es tatsächlich so, ihr macht dann eine Auswahl, 3 Torhüter, X-Verteidiger und so weiter und so fort. Also so wie man es bei Jogi Löw und Hansi Flick dann auch entsprechend beobachten konnte. Ja, kann man im Prinzip genauso sagen. Also bei uns ist natürlich auch so eine Grundformation, wir sind nicht so ganz so variabel wie der reale Fußball. Also bei uns wird dann nicht irgendwie 4-mal Guardiola-mäßig in einem Spiel dann die Taktik umgestellt, sondern wir haben dann eine Grundformation, aus der heraus wir spielen. Und dafür haben wir natürlich dann die entsprechenden Positionen, die wir halt besetzen müssen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Position doppelt haben, nehmen wir dann natürlich ein paar mehr. Ich sage jetzt mal zum Beispiel so einen Zehner im klassischen Sinne, in unserem Jargon halt einen Zom. Davon brauche ich jetzt keine 5 Stück oder so. Das reichen es eigentlich 2, die immer da sind und maximal noch ein 3. in der Rotation. Aber wenn man dann so eine Position wie Stürmer oder in der Dreierkette halt einen Innenverteidiger anschaut, da braucht man dann natürlich ein paar mehr. Also da reden wir dann so von 4 bis 6.
Jetzt ist ja so ein Bootcamp wie das heutige neu. Was ist so dein Eindruck? Also ich sag mal so, die meisten von uns hatten noch nie die Chance, sich vorher persönlich kennenzulernen. Und allein das bringt die Mannschaft an sich nochmal deutlich näher zusammen. Viele von denen sind jetzt auch Teil der amtierenden Weltmeistermannschaft und hatten halt jetzt die Möglichkeit, sich eben auch so kennenzulernen. Das heißt, das schweißt nochmal mehr zusammen. Wir konnten an einigen Dingen deutlich intensiver arbeiten, als wir es normalerweise können. Und insofern ist es eine für uns rundum gelungene Geschichte. Bist du zufrieden mit dem mit den ersten beiden Spielen jetzt gegen die Türkei und gegen Rumänien? Na gut, die kritischen Fragen, die muss man natürlich auch zulassen. Also gegen die Türkei muss ich sagen, ohne dass das jetzt abgehoben klingen soll, aber das Gegentor nervt mich tatsächlich, weil das war sehr unnötig. Wir haben eine Situation, wo wir dann einfach einen sehr geforsten Ball spielen, so nennt man das immer. Also wir haben einfach den Ball unnötig dahin gespielt, weil wir es wollten und laufen dann in einen Angriff, der dann nicht mehr zu verteidigen ist. Und das ist dann so eine Sache, das ist dann so ein bisschen der Perfektionismus. Bei den Rumänen hat man gesehen, dass die auch in der Nations League uns wahnsinnig auf die Pelle gerückt sind und ich glaube im Endeffekt zwar 9 oder 10 Punkte hinten dran waren, aber dass es eben dann doch nicht so deutlich ist, wenn man halt mal gegeneinander spielt. Da haben wir im Aufbauspiel viele unnötige Fehler gemacht, haben die Mitte eigentlich gar nicht mehr ins Spiel gebracht, haben dann aber auch auf der anderen Seite es halt nicht geschafft, dann irgendwie den Zom halt dann auch mal Zom sein zu lassen und dann drumherum zu spielen, sondern haben weiterhin die Bälle versucht, dort reinzuspielen und das ist halt nicht aufgegangen. Und da ist dann der rumänische Matchplan halt, das Zentrum zu verdichten und von da aus dann in die Offensive zu spielen, aufgegangen. Ja, also es klingt, auch wenn ich dir so zuhöre, wie eine Analyse aus dem echten Fußball. Ja, also hätten wir jetzt nicht gewusst, dass wir über Poker sprechen, hätte ich auch gedacht, du redest gerade über den Bundesligaspieltag. Also zeigt vielleicht auch nochmal, ja, wie ähnlich das dann letztlich ein Stück weit ist von den Strukturen. Ja, im Grundsatz ist es eigentlich nahezu identisch, nur dass man sich halt nicht jeden Tag irgendwie auf dem Platz sieht draußen, sondern dass man dann halt in unserem Fall einmal die Woche so zusammenkommt virtuell. Aber ich sag mal so, natürlich guckt man sich da auch vieles ab und was im Fußball über Jahrzehnte gereift, das kann ja erstmal nicht verkehrt sein im Grundsatz. Also nehmen wir uns der Sache natürlich entsprechend an, haben wir jetzt mittlerweile auch Videoanalysen und Ähnliches gemacht und darüber kommt man natürlich in die gleichen Sphären. Super. Mein Lieber, ganz, ganz herzlichen Dank. Mal auch vor der Kamera sehen. Ja, schauen wir mal. Also mittlerweile haben wir Salva da gut vorgeschoben, aber ich denke mal, das ein oder andere Mal kommt das dann schon noch zustande. Nicht so warm wie hier heute, aber im Endeffekt muss man sagen, von unserer Stelle natürlich auch nochmal vielen Dank an sowohl E-Sport Manager als Medienpartner der Nationalmannschaft, als auch an die anderen Partner, hauptsächlich natürlich Apollo als Premium-Partner. Aber wir hatten ja jetzt heute auch noch einige mehr, die ja auch im Stream eingeblendet sind. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen und ich finde, das ist ein ganz großer Schritt für ProClub generell, insbesondere für den PC. Ari kennt das aus der PlayStation, da sind schon Gelder am Start, das haben wir nicht oder einen deutlich geringeren Rahmen. Aber das ist ein Pioniersprojekt mit euch zusammen und es macht super viel Spaß und es ist schön zu sehen, wie es anläuft und anwächst, auch wie die Mannschaft es heute annimmt und macht einfach nur Spaß und vor allem Lust auf mehr in der Zukunft. Super, mein Lieber, in diesem Sinne, schönen Abend dir noch. Danke. Danke. Von der Europameisterschaft, Daumen sind gedrückt, Marcel, kommen wir zur zweiten Fußball-Bundesliga. Das heißt, die Sportart bleibt, wird aber realer und der Ball wird ein bisschen größer. Da gab es am vergangenen Wochenende wieder einen wahnsinnig guten Spieltag und ich sage euch, der FC St. Pauli wird dieses Jahr aufsteigen. Das heißt, eine Hamburger Mannschaft darf auf jeden Fall aufsteigen. Das ist für mich ganz klar, der FC St. Pauli hat 1-0 gegen Heidenheim gewonnen in einem Topspiel. Vorsprung auf Platz 4 ist inzwischen auf 4 Punkte angewachsen. Da steht Schalke 04 drauf, die für mich am Ende der Saison übrigens Zweiter werden, vor Werder Bremen, die sich am Wochenende nicht mit Ruhm bekleckert haben gegen Darmstadt 98, die aktuell Dritter sind. Ja, zum Thema HSV kann ich eigentlich nur sagen, Schwein gehabt. Also wenn der Alidu nicht irgendwo hingeköpft hätte und wenn der Robert Glatzel nicht die Augen zugemacht hätte und vielleicht irgendwie noch den Kopf eingezogen hat, also das hat er wirklich getan, er konnte ja gar nicht weg. Er konnte gar nicht weg, der Ball sprang dann irgendwie von Robert Glatzel ins Tor zum 1-1 in Düsseldorf. Und ich kann euch so viel sagen, also mit der Leistung, das wird nichts mit dem Aufstieg beim HSV, definitiv nicht. Also, wir konzentrieren uns auf St. Pauli und hoffen, dass der HSV noch die Kurve kriegt. Und Alidu wurde übrigens gestern zur U21-Nationalmannschaft eingeladen. Also,
Für die guten Leistungen der letzten Spiele wurde er belohnt. Wir hoffen, dass er die Leistung an die Leistung vor der Winterpause anknüpfen kann, damit er dem HSV auch wieder ein bisschen weiterhelfen kann. Aber das Tor gibt ihm vielleicht, oder beziehungsweise die Vorbereitung zum Tor, zum 1:1 in der Nachspielzeit, es waren wirklich nur noch wenige Sekunden zu spielen, das gibt ihm vielleicht Auftrieb. Hansa Rostock ist jetzt im gesicherten Mittelfeld. Genauso wie mit Holstein Kiel, die haben beide gewonnen am Wochenende. Also ich mache mir da weniger Sorgen, dass die beiden absteigen könnten. Ich glaube, da ist Ingolstadt und Aue favorisiert. Mal gucken, wer dann auf dem Relegationsplatz landet. Das war es heute schon zur zweiten Bundesliga. Mehr ist da nicht zu sagen. Jetzt ist ja auch ein spielfreies Wochenende. Mal gucken, was denn danach so passiert. Ja, die anderen sollen nicht absteigen. Wir steigen jetzt aber doch weiter ab. Aber wir werden interessanter. Und zwar VfB Lübeck und 1. FC Phoenix in der Regionalliga. Der eine in der Meisterrunde, der andere in der Abstiegsrunde. Der VfB Lübeck hat am Wochenende gestern, am Sonntag, in Hildesheim gespielt. Trainer Lukas Pfeiffer, der übrigens ein weiteres Jahr beim VfB bleibt. Sehr gute Entscheidung, Sportvorstand Sebastian Harms, für diese Entscheidung. Und viel Erfolg, Lukas Pfeiffer, für die neue Saison. Hat sich auch einen abgebrochen. Ja, der Trainer war auch hinterher nicht zufrieden, sprach das Thema Mentalität irgendwie an. Kevin Brackelmann hat dann in der Nachspielzeit den Ausgleich geschossen, also ähnlich wie beim HSV. Am Ende sprang ein 1:1 heraus in Hildesheim. Ja, kann ja nur besser werden, ne? Und wir schauen deswegen auch gleich zu dem etwas positiveren Lübecker Verein, der in der Abstiegsrunde spielt. Das ist nämlich der 1. FC Phoenix und der hat den dritten Sieg im dritten Spiel geschafft. Und führt dort die Tabelle an, hat auch einen guten Vorsprung, hat jetzt spielfrei. Das war eine gute Leistung, wobei Oliver Zapel auch, er war zufrieden, er hat gesagt, wir müssen das Spiel, wir wollten das Spiel irgendwie über die Bühne bringen, das haben die auch geschafft. Also von daher alles richtig gemacht, dritter Sieg, drittes Spiel, alles gut, so kann das weitergehen. Am Wochenende ist für die Adlerträger spielfrei. Das Einzige, was sie jetzt machen könnten, ist an der Chancenverwertung arbeiten, weil da ist noch Nachholbedarf. Kuriose Schlussphasen, kuriose Tore am Ende und ein richtig schönes Tor habe ich live erlebt an der Gericke Straße in der Landesliga. Da hat nämlich der Eichholzer SV den Breitenfelder SV bespielt, 3:1 gewonnen. Das Ergebnis klingt ein bisschen hoch vielleicht, vielleicht ist sogar auch um ein Tor zu hoch ausgefallen, weil Breitenfeld hat wirklich sehr gut gespielt. Also Eichholz hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, hatte viele Schwierigkeiten, am Ende dann irgendwie 3:1. Aber das Tor von Breitenfelde, das war wirklich sehenswert, weil das war ein Fallrückzieher. Und wir haben Nils Kehr getroffen, der hat nämlich spioniert, nämlich den nächsten Gegner des TSV Travemünde, da ist nämlich Nils Kehr ja seit Anfang des Jahres Trainer. Und der nächste Gegner ist der Eichholzer SV. Am Sonnabend um 14 Uhr am Ruckwisch startet das Landesliga-Stadtderby in Lübeck. Und mal schauen, was Nils so erzählt, wie es ihm ergangen ist und was Corona irgendwie inzwischen gemacht hat. Da fiel die Mannschaft ja ein bisschen jetzt 2 Wochen zurück. Und was sie dieses Jahr noch so vorhaben. HSV ist heute hier in Eichholz, hat Nils Kehr getroffen, Trainer des TSV Travemünde. Nils, du bist ja seit Anfang des Jahres Cheftrainer beim TSV Travemünde. Wie hast du dich denn eingelebt und was hast du alles verändert? Ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr gut eingelebt. Ein Großteil der Mannschaft kannte ich ja im Vorwege schon. Und ja, letztlich musste ich gar nicht viel verändern. Also der Kern der Mannschaft, der ist gut, Charakter ist gut. Und ja, letztlich geht es immer nur darum, dann im taktischen Bereich, im spielerischen Bereich natürlich irgendwelche Feinheiten noch zu bearbeiten. Und da sind wir jetzt immer noch mitten in der Vorbereitung und bin aber zuversichtlich, dass das in Fleisch und Blut übergeht beim Team. Die Vorbereitung hast du gerade auch schon angesprochen, lief sehr durchs Wachsen. Es gab keinen einzigen Sieg in den Testspielen. Wie wichtig sind dir denn da so Ergebnisse in so einer Phase? Natürlich hätte uns das gut getan, dass wir auch den ein oder anderen Sieg eingefahren hätten. Also es gab 2 Spiele, die haben wir unentschieden gespielt, 2:2, sowohl gegen Benfisch als auch gegen Eiche des A-Union. Da waren vor allem aber wichtig für uns erkennbar die taktischen Dinge, die wir da wirklich gut umgesetzt haben. Gerne hätte man natürlich dort auch den Sieg errungen. Ja, aber an und für sich lief die Vorbereitung, das muss man leider so sagen, nicht optimal. Da sind die Jungs sich aber auch bewusst. Und wir arbeiten, wie gesagt, gezielt daran, dass wir da auf jeden Fall noch eine Kehrtwende hinkriegen, passend zum Saisonstart. Und das war auch kein Fall Obst, Eichede und Benfisch, das muss man auch mal sagen. Nee, ganz genau. Also gerade der Vergleich gegen Eichedes A-Junioren, da merkte man wirklich, das war dann für uns auch so ein gewisser Maßstab, dass wir sagen, okay, das ist so die Zielstellung, so möchten wir auftreten, das sah wirklich gut aus und das weiß jeder und das muss halt einfach in Fleisch und Blut übergehen. Jetzt kam auch noch Corona dazu und die letzten beiden Tests fielen aus suboptimal.
definitiv suboptimal. Das wirft einen natürlich dann nochmal 2 Wochen nach hinten. Zudem weiß man natürlich nicht, wie es um den Gesundheitszustand dann wiederum steht, wenn der Spieler wieder in den Trainingsbetrieb einsteigt. Das wirft uns nach hinten, das ist definitiv so. Ja, uns fehlen einfach 2 Wochen, mit denen wir geplant haben. Ne? Das geht dann ja auch im Hinblick auf den Saisonstart um Mechanismen, die anderen einfach auch fehlen. Ne? Oder eben einfach die Trainingseinheiten, die nicht absolviert werden konnten. Das ist schon ziemlich fatal, muss ich sagen. Corona greift ja auch gerade irgendwie stark um sich. Die Ärzte raten zu mindestens 2 Wochen Pausen, vielleicht sogar 4. Das muss man dann sehen. Die Herzmuskelgeschichte, damit ist ja auch nicht zu spaßen. Also nein. Amateure fangen gerne an, irgendwie auch früher zu übertreiben. Von daher muss man da auch vorsichtig sein. Ganz und gar. Also wir haben da eine gewisse Fürsorgepflicht. Wir haben auch appelliert an die Mannschaft. Also sobald da irgendwelche Anzeichen erkennbar sind bei dem einen oder anderen, dass Kurzatmigkeit oder sonst was dergleichen, dann macht es da keinen Sinn, irgendwie weiter Gas zu geben, dann muss man da wirklich auch auf die innere Uhr hören. Und wir sind alle keine Ärzte, wir sind alle keine Wissenschaftler und wir müssen einfach schauen, dass wir da Vorsicht walten lassen, ganz klar. Jetzt bist du heute hier in Eichholz, schaust dir den nächsten Gegner an. Ist ja ein Derby, ne? Eichholz führt zur Pause 1-0. Welche Erkenntnisse hast du bisher gefunden, welche nimmst du mit? Es ist das erwartet schwere Spiel, glaube ich, für Eichholz. Eichholz ist ja auch vom Charakter her als Mannschaft eine sehr, sehr intensive Mannschaft, also die auch sehr, sehr Zweikampf ausgerichtet spielt. Das bestätigt sich hier in dem heutigen Spiel. Breitenfelde, muss ich sagen, hält sehr, sehr gut dagegen, stehen defensiv gut geordnet. Und Eichholz tut sich da gewissermaßen schwer. Das ist es. Gucken wir mal nächste Woche, was ihr daraus macht. Ja. Platz 3 habt ihr aktuell in der Landesliga inne. Wo möchtet ihr am Saisonende auslaufen? Platz 3 ist natürlich wirklich eine super Konstellation aktuell, tabellenkonstellationstechnisch, das muss man so sagen. Wünschenswert wäre es, dass wir natürlich jedes Spiel maximal erfolgreich bestreiten, dementsprechend 3 Punkte mitnehmen. Und unser Ziel, also man hört das schon wirklich so aus dem Puls der Mannschaft, wir stehen da oben und wir möchten da gerne oben dabei bleiben. Und dann wird man einfach sehen, was da hinten bei rauskommt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das tatsächlich hinbekommen. Jetzt hat Henschel heute, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, habe ich ja. 3-1 gegen Grünweiß Siebenbäumen gespielt. Ganz das genau. Hat die Lauenburger ziemlich nach hinten geworfen. Die wollen ja aufsteigen mit aller Macht. Mhm. Was glaubst du, wer am Ende die Nase vorne hat? Eichhede 2? Ja, ich glaube schon. Natürlich Eichhede 2. Also die haben wirklich von der spielerischen Qualität her, glaube ich, ist das schon in der Liga dann wirklich eine andere Klasse. Stehen ja auch jetzt gerade aktuell wirklich mit ihren Ausbildungsinhalten wirklich sehr, sehr gut da. Das muss man auch sagen. Und ich glaube, dass sich das einfach widerspiegelt an den Ergebnissen. Und aktuell ist es so, dass sie halt vorne sind. Und wenn sie es am Ende dann auch so ins Ziel bringen, dann haben sie es letztlich ja auch verdient irgendwo, ne? Abschließend nochmal zu euch. Es wird einen Umbruch im Kader geben. So hört man, viele ältere Spieler setzen sich zur Ruhe. Wie werden die neuen Montekicker denn aussehen? Das ist richtig. Da hat der ein oder andere ältere Spieler das schon durchklingen lassen. Letztlich ist es so, dass es unsere Aufgabe ist, von allen Leuten, von unserem Staff, Leute für das Projekt Travemünde überzeugen zu können. Also wir haben ein richtig gutes Umfeld, tolle, tolle, hilfsbereite Jungs, die dabei sind, charakterlich einwandfreie Truppe. Und da geht es darum, dass wir den Kern zusammenbehalten und dann natürlich mit spielerisch guten, qualitativ und charakterlich einwandfreien Leuten das Ganze ergänzen. Also ich bin da wirklich zuversichtlich und hoffe, den einen oder anderen natürlich für das Projekt Travemünde überzeugen zu können. Vor allem hinsichtlich der sportlichen Perspektive, die dort geboten wird. Ja. Einmal Werbung in eigener Sache zum Schluss. Gerne, ja, ganz genau. Nils, vielen Dank. Viel Spaß bei der zweiten Halbzeit und viel Erfolg dann in der restlichen Saison. Danke. Danke, Roland. Vielen Dank. Ja. Und das war's für diese Woche. Wir haben viele, viele interessante Dinge gehabt. Wir haben einen Weltmeister, der Europameister werden möchte. Wir haben in die zweite Bundesliga reingeguckt, die jetzt spielfrei hat. Wir haben VfB und Phoenix beleuchtet und auch die Fußball-Landesliga. Und deswegen sage ich jetzt, alle Infos rund um den Sport für die Region Lübeck gibt es 24 Stunden Tag und Nacht bei hlsports.de. Also guckt euch das gerne an. Und wenn ihr dieses Video gut findet, Like da lassen, Kanal abonnieren, weiterteilen, weitererzählen. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, seht es mir nach. Es ist Montag und ihr wisst ja, Montag ist Schontag. Bleibt gesund, bis denn. Ciao, ciao.